So, meine Lieben, ja, herzlich willkommen. Ja, heute zu meinem allerersten Unpacking hier auf dem Kanal Knorrhahn. Siegbert, ja, ich war heute zur Abwechslung mal draußen gewesen, also nach der Arbeit mit einem Kumpel etwas, ja, shoppen, etwas bummeln. Und ja, also bei diesem Film konnte ich jetzt einfach, ja, musste ich jetzt einfach zuschlagen. Wie ihr wisst, habe ich ja vor, ja, hier mein Regal aufzubauen, wo ich mir dann ja die ganzen Klassiker nach und nach zusammensammle. Und ja, was mir hier an diesem Mediabook wirklich sehr gut gefällt, ist ja diese grün-schwarze ja, Optik und das gezeichnete Cover, ja, wie man hier eben lesen kann, weil sonst hätte ich das sicher nicht gekauft, ist hier direkt mit Wendecover. Blu-ray und DVD sind enthalten in der Unrated-Fassung, was ja auch das Wichtigste ist. Und bei 15 Euro, da kann man wirklich nicht Nein sagen. Leider gab es den ersten Teil dann nicht mehr. Und ja, jetzt schauen wir uns das mal an, wie das dann aussieht. Ja, es ist übrigens mein allererstes Mediabook. Ich bin da zwar nicht so der Fan davon, kann jetzt auch schon mal ankündigen, dass ich mit dem lieben Slane ein sehr gutes Geschäft gemacht habe. Also ich werde nächsten Monat, um genau zu sein, 2 Wochen vor Halloween, ein Paket von ihm erhalten, wo 3 XT Ultra-Steels drin sind. Und oh, was ist denn, was fällt denn hier raus? Kleine Kärtchen. So, ja, das hier war das Dingsbums. Der Reanimator Rollenspiel-Szenario. Hä, was ist denn das? Naja, schauen wir uns mal später an. Hier sind so kleine Kärtchen dabei. Sportliche Austauschstudentin, fauler Langzeitstudent, reicher Schönling. Passt ja alles gar nicht zu mir. Übereifrige Streberin. Tja. So, also schaut mal hier. Das ist doch wirklich ein, ja, wunderschönes Cover. Und ja, von hinten hier dieses Giftgrün. Zusammen hier mit diesem etwas dunkleren, dazu mit dem Schwarz. Ja, ich habe einfach so einen richtigen Grüntick. Und ja, Grün und Schwarz sind meine Lieblingsfarben. Was ist hier? Werbung. Gute Nachtgeschichten. Das war doch hier ABCs of Death. Ja, die liebe ich auch total. So, ja, Werbung mal auf die Seite. Dann kommen wir mal hier zu dem, ja, Booklet. Sind übrigens, ja, es ist auch in Grün. Oh ja, es ist hier sehr viel Material zu lesen. Hier ist er, Jeffrey Combs, den mag ich sehr gerne. Freue mich immer, wenn er auftaucht, aber hier eben als Dr. Herbert West eigentlich, glaube ich, seine, ja, Lebensrolle hier. Ja, die Braut, die er sich dann bastelt. Ja, mich nervt an den Filmen eigentlich nur immer sein komischer Kumpel. Den finde ich immer ein bisschen nervig. Hier auch sehr schön gestaltet hier mit dem Reagenzglas. Ja, Unrated-Fassung DVD. Schauen wir mal, ob hier hinten grüner Fleck drauf. Okay, naja. So, schauen wir mal hier noch. Da ist auch nur so ein grüner Fleck dabei. Also ihr wisst ja, ich gebe ja nie irgendwie so Kaufempfehlungen oder so. Ich habe auch beschlossen, absolut ja keine reguläre DVD oder Blu-ray mehr zu kaufen. Hier hat es mich jetzt schon geärgert, dass ja, also ich kaufe einfach grundsätzlich keine FSK geprüften Filme mehr. Ja, und auch diese Lieblosigkeit, ich habe es schon mal in irgendeinem Tag oder so erwähnt, mit der Gestaltung der Covers, blöder Photoshop, billig Scheißdreck.
Hier ist wirklich, ich sage ja, ich stehe auf gezeichnete Cover und hier hat man sich Mühe gegeben und ich unterstütze wirklich nur noch so Labels. Was ist denn das jetzt für eins hier? Cape Light, genau, Cape Light oder XT-Videos, 84, solche Labels werde ich jetzt ja, nur noch unterstützen. Und ja, wie findet ihr dieses Mediabook? Ich finde es richtig toll und gerade für den Preis ist es wirklich unschlagbar. Freue mich sehr, dass ich es jetzt gekauft habe. Und apropos, weiß vielleicht einer von euch, wo man diese Schutzhüllen kaufen kann? Oder kann man die nur bestellen? Wäre jetzt ganz froh um einen Tipp. Kurz mal was trinken zum Wohl. Ja, Schutzhüllen brauche ich unbedingt. Gerade dann für die Ultra-Steels, weil die verkratzen ja ziemlich leicht. Und ja, das war jetzt mein erstes Unpacking. Hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ja, und wie findet ihr diesen Film? Ja, meine Lieben, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Knorrhahn Siegberts.